time. I'm about to morp. Ich meine, sicherheitshalber mal kurz neu laden, aber ja. Warte mal. Ich meine, ich habe das, ich gehe mal oder warte, das haben die keinen Pre? Warte mal, ich. Wir hören das, wenn es losgeht, keine Angst. So, das ist im Tab auf. Warte mal, wie sieht's denn bei IGN aus? Nee, die haben auch, okay. Die haben auch nur das. Ah! Warte, ich mach noch einmal kurz Refresh, damit es halt wirklich 100% live ist, aber. Danke, Square Enix. Danke dafür. Danke dafür, Square Enix. Dann machen wir einfach nochmal eigene Musik an. Da muss wohl jemand noch abgeholt werden gerade. Es ist doch. Das ist doch nicht wahr, oder? Ist das euer Ernst? Okay. I guess. Ja, Leute, und bei euch so? Läuft, ne? Würde ich mal sagen. Oh. Die haben, glaube ich, einfach vergessen, dass der Livestream ist. Die haben einfach legit vergessen, dass wir gerade einen Livestream haben. Haben wir 0 Uhr gesagt? Oh. Donnerstag auf Freitag. Ich dachte Freitag. Oh. Ja, das kann noch, das muss man mir auch sagen. Wir haben einfach trotzdem Spaß, Leute. Wir machen einfach trotzdem Party gerade. Es ist einfach nichts passiert. Nichts passiert. Alle zu spät, alle am Schlafen. Ja, Japan ist noch am Fett. Oh. Oh, jetzt lädt's. The fuck? What the shit? What? Nee, es ist... Warte mal. What the f... Ich geh mal kurz einen anderen Stream rein von Leuten, ob da irgendwas passiert. Final Fantasy Origin Stranger Paradise, here we go! Soll irgendwo was kommen? Warte mal. Hä? Warte, ich guck mal. Final Fantasy Anniversary Stream. Ich guck noch mal in einem anderen Tab nach. Oh. Ich glaube, das Ich glaube, das Game Awards-Ding ist, glaube ich, einfach nur kaputt. Warte mal, wir gehen mal hier da drauf. Ich glaube, das Game Awards-Ding war einfach nur Schrott. Hervorragend, danke Jeff Keighley. Oh, Jeff einfach voll verschissen. Jeff hat's einfach voll verkackt. Oh, was kannst du eigentlich? Ich glaube, das ist sogar der mit den meisten Leuten drin gewesen am Anfang. Naja, jetzt haben wir es ja.
Ich glaub, mein verpasst haben wir nix. Game Awards einfach voll verschissen. Cloud, naja. Let us defy destiny together. Ich mein, Zack ist auch so im Ding drin. Das hat mit Crisis Core nichts zu tun erstmal. What have you done? We deserve what's coming to us. Yeah, but I'm not your sister. Oh, warte, lass mich mal ein bisschen lauter machen. No. Let the hunt begin. Surrender to the darkness. Embrace it. This is just wrong. No. This is bad and wrong. It's badong. Keine Xbox-Version. Komm. Das ist grün. Final Fantasy VII 25-Jährigen Hochsau. Final Fantasy VII 25th Anniversary Celebration の案内。Wollt ihr mich verarschen? Das ist Yoshinori です。この放送では FF7 に関連した様々な情報をお届けしていきます。短い時間ではありますが、皆様にお伝えしたい最新情報がたくさんありますので。Es ist da keine Untertitel drauf. お付き合いください。最初にご覧いただいたのはFinal Fantasy VII リメイク。Oh mein Gott! Oh mein Gott! Steam User の皆さん、お待たせいたしました。ついにこの日がやってまいりました。PlayStation 4 Final Fantasy 7 Remake は、einfach der ganze Stream ist auch so Untertitel, Untertitel. PlayStation 5 版、そして Final Fantasy 7 Remake Intergrade を Epic Games Store で発売いたしました。この度 Steam でリリースすることでさらに多くのプレイヤーの皆さんに楽しんでいただきたいと考えております。Es ist einfach nur, dass es auf beiden Plattformen verfügbar ist und den Leuten halt Spaß dabei wünscht. すでに一部地域で発売されている Steam Deck にも対応いたします。Ja, kannst auch auf Steam Deck auch spielen, ist kompatibel. 場所を選ばず気軽に本作をお楽しみいただけます。さて、続いては FF7 25周年に関連した情報をご覧ください。Das kann doch nicht echt deren Ernst sein gerade, oder? Oh, Merchandise and Music. Warte, was sagt denn Twitter? Das kann doch nicht deren Ernst sein. Das kann doch nicht deren Ernst sein. PlayStation 4版 Final Fantasy 7 Remake は、皆様に大変高くて、Final Fantasy 7 Remake を、Oh my God! この度 Steam で、そう、皆さんに楽しんでいただきたいと考えております。また、Final Fantasy Remake Intergrade は、すでに一部地域で発売されている。Oh God, gibt's einen besseren Stream? Warte mal, ich hab hier noch. Steam Deck にも対応いたします。Ja, komm, wir ziehen den gerade mal rein. Ich glaube, der scheint, das ist der, den Nibel verlinkt hat. Das ist Oh, Gott sei Dank. Einfach alle verkackt. それでは FF7 モバイルタイトルの情報を続けてご覧ください。Das war nur Merchandise, was wir verpasst haben. Weißt du, das Game Awards lief gar nicht. IGN hatte keine Untertitel und musste dann neu gestartet werden und lief nicht richtig. Das ist doch einfach nur peinlich. Das ist doch einfach nur fucking peinlich. Das ist auch fucking peinlich, was da gerade läuft. Das einzige Gute ist die Musik da dran. Oh ja, yeah, I guess. Dieser Kamerawechsel gerade.
Final Fantasy 7. Oh, the first soldier. Oh, das wird ja free with in-app purchases. Oh, Square Enix Free-to-Play-Game. Mm, oh, da habe ich richtig Bock drauf. Oh, Microtransactions up the fucking ass. Eine andere Möglichkeit für ein Remake. Of course. Oh, das ist doch das, was wir bei Final Fantasy 15 auch schon hatten, oder? Da gab's doch auch das. Da gab's auch so eine Pocket Edition in dem Spiel, oder? In dem Stil. Ich finde, das ist so vom Stil her nichts Halbes und nichts Ganzes irgendwie. Weißt du, dann lass mich doch einfach. Dann, da kann ich doch einfach die PS1-Version spielen. Dann brauche ich doch sowas nicht. Es ist einfach so, das heißt, du hast in den. Du gehst entlang und hast dann diese stilisierte Version, die halt irgendwo dazwischen ist, und dann bist du in den Kämpfen und hast dann Remake-Charaktere. I guess ist es dann ein bisschen wie das Original, dass du halt detailliertere Modelle in den Kämpfen hast. Aber es ist so. Aber wieder hier diese fucking Untertitelwelt die ganze Zeit. Alter, Square Enix ist einfach an den Zitzen dieses Spiels dran und zieht und zieht. Die, oh, ist das an die ganze Kuh am Tod melken. Wird das die Xbox? Das ist die Game Pass Version. Out of my way, bitch. I'm going to see my mother. Immer noch das beste Bild zum Muttertag jedes Jahr. Das ist das originalgetreue Remake. Ist wahrscheinlich so Final Fantasy 7 Pocket Edition oder so, wie das dann auch heißen wird. Okay, what the f... Das ist jetzt Ever Crisis. Closed Beta. Er sieht einfach immer so richtig, richtig Hype aus, der Mann. Boah, du siehst auch mega aufgeregt aus. Diese Effekte, diese Transitions. Crisis Core. Oh. Boy, oh, boy. Oh. Oh. Speaking. Das ist das Intro von Crisis Core, baby. I can cut loose, right? Crisis Core Remake. It's showtime. What the fuck? Nein! Soldier, first class. Ich dachte gerade Remake und wir könnten ein gutes Crisis Core ohne den Zahlen Bullshit haben. You know, I've never actually seen you use that. Oh, nicht die Slots. Was ich dachte, beim Remaster könntest du es halt nicht ändern, ne? Aber wenn du halt ein. Das ist ja offensichtlich ein Remake. Dann änder doch das Schlimmste am Spiel. Ja, aber es ist trotzdem gut. Das ist das, was ich haben wollte. Einfach nur die Möglichkeit, Crisis Core woanders als auf der PSP in irgendwie. Was war das? 4 irgendwie 2 irgendwas 20p oder so. Zack, the puppy. What do you know? Zeig gleich Dragon's Dogma 2. Okay, dann müssen wir nachher nochmal wechseln. Dann müssen wir nach dem Final Fantasy-Ding muss ich mir das Capcom-Ding nochmal ansehen. Die Aufzeichnung. Ich meine, Dragon's Dogma 2 ist keine Überraschung. Das war klar, das wissen wir seit dem Leak. Dass das kommt. Oh, fuck. Hello? Yeah. Heaven? Not quite. It's a church. By the way, what is your dream? To become first? Boah, ich freue mich so drauf. No,
Ich freue mich so drauf, wenn dieses Spiel keine guten Bewertungen kriegen wird. Wenn Leute merken, oh, Crisis Core ist ja gar nicht so gut. Crisis Core, gute 7 von 10. Aber das scheinen aber die Originalanimationen zu sein, ne? Also zumindest die Rigs davon. Weil das sah nicht gut aus gerade von der Animation. Okay, auch für alle Systeme tatsächlich. Sate, zugi no eizou ga saigo no joufou desu. Wird das letzte für immer sein. Sore wa dozo, goran kudasai. So, jetzt Part 2 Ankündigung. Oder Game Pass Remake. Remake 1 Game Pass. Part 2. Past is forever, but the future, even if it has been written, can be changed. So focus on the future, not the past. Yeah, okay. Alles klar. He wants to finish what he started. Part 2, baby! He wants to reclaim his birthright and rule over the planet with Genova at his side. I saw you lying there. I figured it was too late. Ja, okay, das scheint doch in eine andere Richtung zu gehen. What are you implying? That I died? Oh, Sia freut sich über Walkie-Talkie-Sequenzen. You were here with me 5 years ago. Where are you? What happened to you? I'm trying so hard to find you. Sorry. Feel like I failed you. Und wie heißt es? Einfach nur Part 2 oder Rebirth? Okay, Part 2. Next Winter! Es sind dann fast 4 Jahre, das geht eigentlich Final Fantasy 7 Remake Project の第2作目にあたる。Aber das scheint schon in eine andere Richtung zu gehen dann. 現在チーム一丸となって E 制作中です。そしてリメイクプロジェクトの発表時から複数作にわたって展開することをお伝えして500ファイナルファンタジー7 yeah, for the 3 discs. Okay. ファイナルファンタジー7リバース、そしてその先のもう一作の全3部作で完結することをお知らせいたします。 Re-evaluation of the whole series. まずはファイナルファンタジー7リバースを楽しみにしていただき、ぜひファイナルファンタジー7リバースまでお付き合いいただければと思います。 das erscheint nach 16. それ以降も皆様に 16 soll ja nächsten Sommer kommen und das kommt dann nächsten Winter. 尽力してまいります。 aber Winter kann auch theoretisch Anfang 2024 bedeuten. Deswegen, also nächsten Winter kann, oder? Weil next winter ist ja nicht this winter. Oder? Also Next Winter heißt dann Winter 2023-24. Nee, das wäre ja This Winter. Dann hätten die ja gesagt, diesen Winter. Du sagst ja nicht nächsten Winter, wenn du diesen Winter sagen könntest. Deswegen, dieses Jahr wäre diesen Winter gewesen. Oder dann hätten sie auch eine Jahreszahl genannt. Wenn sie gesagt hätten, diesen Winter, dann hätten sie entweder 2022 direkt gesagt oder 2023 gesagt. Anstatt, weil Next Winter heißt, ne, nicht diesen Winter, sondern nächsten Winter. Und Winter kann theoretisch Dezember oder eben Januar, Februar noch heißen. Dieser und nächster sind zwei unterschiedliche Sachen. Dieser und nächster sind zwei unterschiedliche Dinge. Ja, bei Crisis Core wurde This Winter gesagt, bei Rebirth Next Winter, ja. Das hätte mich auch gewundert, wenn das irgendwie jetzt noch früher rauskommen würde, wenn sie das so spät angekündigt hätten. Und dann würden sie sich ja vollkommen auseinandernehmen. Das heißt, die bringen jetzt erstmal Forspoken raus. Und dann kommt im Sommer Final Fantasy 16 und ich nehme mal an, dass es eher Januar, Februar 2024 sein wird. Und dann hast du so ein halbes Jahr zwischen diesen
The next part is going to be revenge. Okay. Okay, dann müssen wir jetzt mal kurz. Dann müssen wir jetzt mal kurz auf. Warte mal, Capcom. Livestream. Oder Aufzeichnung. Das ist das Summer Showcase. Capcom. Wo ist denn der Dragon's Dogma Stream? Oh, ich hasse das. Gib doch einfach. Nicht All Riot. Da, okay. So, dann gucken wir das jetzt noch gerade an. Hoffentlich war das mit richtigen Untertiteln. Nasan konnichiwa. Kono douga wo gonai itadaki arigatou gozaimasu. Capcom Dragon's Dogma Director no Itsuno Hideaki desu. Senjitsu Dragon's Dogma wa 10 shounen wo mukaeru koto ga dekimashita. Kore mo minasama no ouen no okage desu. Hontou ni arigatou gozaimasu. Das ist ein Remake vom alten. Das siehst du an den Szenen. Donna fuu ni umareta ka ttei uno. Das sind Szenen aus dem PSP Spiel gewesen. Auch dieselben Dialoge. Ich hab PSP Crisis Core noch mal letztes Jahr gespielt, ein bisschen. Boah, der Anime ist so scheiße. Der Anime ist so unfassbar scheiße. Ja, dass es keine Xbox-Version gibt, wundert mich wirklich. Dafür, dass Square von vielen anderen Spielen die Xbox-Version rausgebracht hat. Da hätte ich auch gedacht, dass Microsoft unbedingt irgendwie eine Game Pass-Version davon haben möchte. Vor allem Crisis Core kommt für die Xbox raus. Und das ist dann so, du gibst halt Xbox-Spielern Crisis Core, aber nicht das Originale. Und dann denke ich mir so, ich meine, klar, du hast diesen komischen Port, der scheiße ist, aber... 当時のやつは経験値上げをねして進む経験値上げして進むっていうとこが多くてですね僕どうしてもこうアクションゲーム派。僕自身もそうですね。特にストツがれた後とかだとあの戦闘部分がストツみたいな自由度の高いアクション。でまあストーリー性と成長要素がある RPG欲しいな欲しいなっていうのはずっと 思ってました。当初アーケードと呼ばれる業務用のクイズゲームを作ったり、まあストリートファイター0を作ったりしたんですけども、まあほどなくですね、家庭用ゲーム機の性能が上がっていって、Ich würde mal wirklich wissen, was dabei rauskommt, wenn Itsuno nochmal ein Fighting Game machen würde. うちの部署も両方アーケードコンソールも両方作るようなあの感じに変わっていきまして、Aber ich meine, ich weiß ja nicht, ob er da nochmal Bock drauf hat tatsächlich, ne? So nach Dragon's Dogma 2, neues Rival Schools, wäre schon geil. スタグラデータもそうですけども、まあほぼ同時開発みたいな体制になっていきました。大きくコンシューマーがにシフトしていった時期になるんですね、2000年の初め頃っていうのは。で、その時にあの、まあ僕らのいてた元々アーケードだった部署が 大ヒットゲームを作ろうぜということで、This is yet from Bethesda Showcase, the insight time. まあ今のモンスターハンターですね。で、もう一つが、あの、ストーリーをプレイにとって Obwohl ich glaube, ich statt einem Rival Schools lieber ein neues Power Stone von ihm hätte. まあ1個ありました。これはあの、コンセプトとしては Automodelista 2. ストーリー用のRPGなんだけども、あの、オンラインでみんなで一緒に戦ってるような RPGにしたいな。 当然あのうちのねアクション大好きのうちの部署が作ってるんでアクションRPGっていうところで計画していたプロジェクトになります。オンラインじゃないんだけども、みんなで遊べるっていうのがあの自分の作ったキャラクターを友達と貸し借りしながらあのパーティーを作れないかなっていうのをベースに考えてました。まあそれがずっと温めてた ポーンシステムの元一番最初の原型という形で、もうお前やれって話になりまして、デビルメイクライ2担当することになりました。
Oh, ich dachte, er würde, ich dachte, er würde endlich mal was mehr zu DMC 2 sagen. Ja, DMC 3 war einfach so, ich will nicht, dass meine Legende Devil May Cry 2 ist, wo ich einfach nur am Ende dazu kam. Ich will, wenn ein richtiges Spiel machen. という話で当時プロデューサーと盛り上がって、まあ、会社の方に掛け合うと。Yeah, baby. Bei Capcom Offices bin ich auch hingegangen bei meinem letzten Besuch in Japan. Ich meine einfach nur davor gestanden. So bin ich reingekommen. War auch Feiertag an dem Tag, wo ich da war. Und die sind in der Nähe auch vom Osaka Castle, deswegen sind wir vorbeigegangen. Ja, zu gut, muss ich ja. なんか掴んで登れるとか戦闘違う絵にならへんで言って言われて。Das an den Gegnern klettern war auch mit das geilste ehrlich gesagt aus dem Spiel. でっかいキャラ出したくなるでしょ。で大概大きいキャラ出てくるのに足元でね切ってるような絵になるからそれならやっぱり。Art Director mit dem Anthony Fantano Outfit 作る意味はないかなと思ったね。まあ僕ディレクターでしょ。そんな難しいこと最初から言いづらいねやんか。もう難しいことだって分かってるから。まあ今見てもドラゴンズドグマぐらいあんなしっかりと敵に登ってガシガシやって自由にできるようなゲームって出てへんのでも分かるように。Das ist korrekt。10年前の時点でそんなんて難しいの分かってる。だってね今までずっとアクションやってきたでしょ。ねだから。普通に作ったらね、従来デビルとかね、格闘ゲームで培った、まあ、面白いアクションゲームはできるだろうから、それじゃないところに挑戦しない。Oh, wehe, die haben keinen geilen Intro-Song dieses Mal beim Zweier. 出てくる、世界をリアルに作ろうと思ったときに、魔法どうすんねんと。とにかく魔法の呪文を唱えるっていうのは精神力を消費すると。なんとかってやったらとかなるとかあのすげえ魔法であればあるほど長い難しい呪文とかっていうのって全然それってアクションゲームのアクションと一緒やから。Ich habe auch immer Angst, dass Magie zu OP ist in solchen Spielen, und deswegen benutze ich es meistens eh nicht. まあそれが見た目で分かるのっていろいろねみんな工夫してやってくれたところもあるのかなというふうには思ってますね。ドラゴンズドグマの舞台としてはロケハンで訪れたイングランドをイメージしてました。あとはフィールドのデザインはウェールズ地方っていうのがあるんですけど、そこの古城や海岸線のイメージを、はい、基本。Aber wann soll denn das rauskommen? Weil das ist ja dann, ich meine, ich weiß nicht, wann er schon daran gearbeitet hat. Weil er war auf jeden Fall noch Director der Special Edition von DMC 5. Die war vor zwei Jahren. 違いましたね。あの、アップダウンの続く丘陵地がめちゃくちゃ多くて、あのそこすごく参考にしてて、視界のブラインドの作り方とか、あの遠くの目的地をすごく分かりやすく見せるには、やっぱりああいう地形は本当にゲームの舞台として。Boah, das Ding lief auf der letzten Gen auch nicht so gut. Weißt du, allein einfach die Möglichkeit zu haben, vielleicht jetzt ein 60 FPS Dragon's Dogma zum Start zu bekommen. どんな風に思ってました？こっちです。各社様こっちですって前で分かれ道で言ってくれって。前に行くってなったらね。こう意識を感じたりとかオフなのにオンラインっぽくなるっていうのは今でこそわかるけど賢くするのは何もあったらできないんやけども賢くから賢くから賢くから賢くから賢くから賢くでやってるっぽく感じるってわけじゃないっていうところをまあまあいかにそのそうやから drüber nachdenkt 100時間も200時間もプレイしたら自分のフォーム可愛いなってくるからさスクショ取りまくったりとかしてたもんね。Das Pawn System war ganz cool auf jeden Fall. 髪型とか色とか変えまくって、いかにやり込み度合いを他の人に見せるかっていうのも。その辺がね、メインテーマやったりしたんでね。Das war auch so story-mäßig ganz cool integriert. すごい、まあまあ、かわいいでしょ、賢いでしょ、変わってるでしょっていうのをね、あの、The freakiest. 賢いの中でやるっていう。子供の頃からやってきた本当にね真ん中
Ach, die sagen ja dann gar nichts mehr zu Teil 2. Das ist dann einfach nur noch am Ende so, ach übrigens, tada! Das wäre geil, wenn das so ein Ghost and Goblins Crossover hätte. Das wäre cool. Das war einfach das Geilste, an den Leuten hochzukraxeln, die oben wegzubatschen und dann wieder abzufallen. Ich hätte einfach noch gerne mehr Optionen, vor allem ohne eine Klasse zu wechseln, wenn du halt wirklich pro Charakter noch ein bisschen mehr hättest. Aber das wird auf jeden Fall geil. Da mache ich mir null Sorgen um das Projekt. Ich meine, Itsuno hat auch wirklich in seinem ganzen Leben noch kein schlechtes Spiel gemacht. Also wie gesagt, DMC 2 war halt Replacement Director, ne? So, Ich finde es immer noch wild, dass der auch One Piece Mansion gemacht hat. Was so ein Arcade-Puzzle-Game für die PS1 ist. Das ist super cool. Also One Piece Mansion, super cooles Spiel. Deswegen, ich fände es auch eigentlich geil, wenn er mal wieder so ein arcadiges Spiel machen würde. Aber kommt darauf an, wo er Bock drauf hat. Das war so eine coole Sequenz, wenn der Drache am Anfang dein fucking Herz auch nimmt. Alles ist von Berserk inspiriert. Du machst einfach japanisch das High Fantasy Setting und das ist Berserk inspiriert. Dragon's Dogma 2 ist cancelled. Dragon's Dogma 2 Das ist so derpy, die Ankündigung damit. Ja, das dauert aber noch echt was, alles klar. Ja, okay. Also wenn das Einzige, was wir kriegen, ist ein Logo. Likely mature 17 plus. Ah ja, Dragon Age 2. Ja, das dauert noch. Das dauert noch. Das kriegen wir noch nicht. Das wird noch ein bisschen gehen. Na, wie läuft IGN, wie läuft der Stream? Na? Ah, wir kriegen hier Framerate-Test noch. Ah, hervorragend. Danke sehr. Naja. Weißt du, lieber nochmal von vorne die gute Musik. Ja, das war beides. Also ich meine, das Capcom-Ding war wirklich cool. Muss ich sagen, das war halt wirklich ein nettes Interview auf jeden Fall. Das hatte Spaß gemacht. Und dann am Ende die Ankündigung. Das war genau richtig. So, du hattest ein gutes Interview gekriegt, was tausendmal besser ist als irgend so ein gestelztes Video, wo dann, oh, wisst ihr noch damals Dragon's Dogma und oh, die Verkaufszahlen und oh, dann gab's Dark Arisen und sondern dann lieber sowas und am Ende so einfach nur noch, weißt du, dann gehen Leute auch positiv da raus. Weil selbst wenn sie das nicht gut fanden, dann gehen die halt mit dem raus, was sie haben wollten. Dragon's Dogma 2. Und ich meine, das, was Leute einfach nur wissen wollen, wir wussten, dass dieses Spiel kommt. Es war im, Itsuno hat's gesagt, dass er es machen wollte. Im Capcom League war es drin. So, das Ding ist jetzt wahrscheinlich nur wegen Covid nochmal ein bisschen verschoben worden. Ich glaube, ursprünglich war 2022 laut Capcom League war in den Dokumenten drin. Und Covid wird es wahrscheinlich nochmal verschoben haben. Aber ich glaube, vor Ende nächsten Jahres sehen wir das nicht. Vielleicht auch eher so ein 2024er Release. Es gibt garantiert noch irgendwelche Streams, von denen keiner eine Ahnung hat.
so Sachen, es waren auch zwischendurch Streams, die ich nicht mitbekommen habe. Es kommt auf jeden Fall noch, es soll ja scheinbar nächste Woche noch eine Direct geben. Aber ich weiß nicht, ob die dann noch offiziell dazu gehört. Ich weiß überhaupt nicht, ob das richtig offiziell zu Summer Games Fest oder die sich einfach das da irgendwo reingelegt haben. Ja, also ich glaube, wenn... Also ich glaube, jetzt wird's erst mit Part... Also ich glaube, wenn wir jetzt die Ankündigung nicht gekriegt haben für ein Remake, dann haben wir zwei Optionen. Entweder es wird niemals auf der Xbox rauskommen oder es kommt mit Teil 2 raus. Mit Rebirth. Dass dann beide da drauf erscheinen. Weil ich kann mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das sich nicht lohnen sollte. Und dass auch Microsoft nicht will, dass es auf der Plattform drauf ist. Ne, weil selbst wenn du sagst, dass ich vielleicht Remake 1 nicht so groß, aber du willst doch eigentlich dann auch zum Start Remake, also Rebirth drauf haben. Und Crisis Core kommt jetzt auf die Series. So, warum dann nicht? Du hast sonst alles an Final Fantasy mittlerweile auf der Xbox drauf. So, du hast die ganzen billigen Portierungen drauf. Du hast 10, 10, 2 Remaster. Du hast 12 Remaster drauf. Ne, 13 sind die besten Versionen, die existieren auf der Xbox. Das kommt jetzt raus. World of Final Fantasy ist da drauf. Also, das ist so... Also, wir haben andere Square-Portierungen da drauf. Das ergibt eigentlich keinen Sinn. Weil jetzt könnte... Irgendwer meinte eben auch, ja, das ist ja wegen Sony. Wenn Sony das für sich behalten wollen würde, dann würde es keine PC-Version geben. Weil das, was Sony wichtiger ist, nicht abzu... Ne, weil die genau wissen, dass wenn mehr Verkäufe noch auf dem PC stattfinden als auf der Xbox. Deswegen, die hatten ja damals Capcom eine Mille bezahlt, damit Monster Hunter World ein Jahr später auf dem PC rauskommt. Die Xbox-Version ist zeitgleich rausgekommen, weil die halt wussten, das wird kaum jemand kaufen. Das ist einfach scheißegal. Aber ein bisschen Silent Hill 2 Mucke. Markus, der Wind pusht mich immer. Metroid Prime 4 Flash. Ja, ich meine, Dragon's Dogma 2 ist in Entwicklung. So. Bei Metroid Prime 4 war es einfach so, ja, wir werden jetzt die Entwicklung anfangen. Hassen wir Capcom jetzt etwas weniger. Ich hasse sie immer noch, also der Resident Evil Fan in mir hasst sie immer noch. Der Dragon's Dogma Fan mag sie auf jeden Fall jetzt wieder. Das Square-Ding hat mir eigentlich, also bis auf, ich hätte halt gern noch eine Xbox-Version gehabt. Ich kann's halt mit dieses Ever-Crisis ist mir einfach scheißegal. Ich weiß immer noch nicht, was das überhaupt richtig sein soll. Das sah aus einfach wie so ein, ja, wir machen jetzt halt Final Fantasy Mobile Port. So sah das halt aus. Mit einem eigenen beschissenen Artstyle. Warte mal, das ist Teil der... Blablabla... A single-player mobile experience, the game reimagines the timeline of Final Fantasy VII and the compilation that is scheduled for worldwide release. Also das heißt, du hast jetzt eigentlich drei neue Timelines. Oder was? Wir haben die Remake-Timeline. Crisis Core ist ja auch in was Eigenem. Das ist ja eigentlich, passt ja zu dem normalen Final Fantasy VII Release. Und dann Ever Crisis ist auch nochmal was Eigenes. Leute, können wir das mal sein lassen? Ja, es ist einfach nur so... hier, it forms part of the compilation of Final Fantasy VII, a series of media spin-offs. So, und das ist dieses Compilation of Final Fantasy VII, das hat ja gestartet mit hier Last Order, genau. Oder Advent Children, nee, Advent Children, Last Order, genau. Und dann kam Dirge of Cerberus und dann kam Crisis Core.
Das heißt, wenn Evercrisis alles davon reimagined, dann gehört eigentlich Crisis Core, Dirge of Cerberus, Advent Children, das gehört alles dazu an sich. Deswegen weiß ich nicht, was das genau wird. It's a mobile game with loot boxes. Ah, danke sehr. Plan to be released in monthly episodic installments. The game retells events from the 1997 video game and all canon titles in the compilation of Final Fantasy VII media franchise. The movie Advent Children and the video games Before Crisis, Crisis Core and Dirge of Cerberus. Ja, das heißt, du hast dann drei verschiedene, wir haben dann zeitgleich quasi drei Timelines laufen. The fuck? What the fuck? Wir machen einfach drei Remakes, das reicht uns nicht. Wir machen einfach mehrere Remakes. Ja, also von dem, was ich jetzt gesehen, ich habe mir halt nur angesehen, was halt beim Remake anders ist so ein bisschen am Ende. Und von dem, diese Bilder, die jetzt drin waren von Rebirth, das scheint mehr das Neon Genesis Evangelion Reboot-Projekt zu werden. Was ich ehrlich gesagt lieber habe, tatsächlich. Ich habe lieber sowas, dass das in eine neue Richtung geht und mir eine andere Erfahrung bietet. Und dann, ne, als einfach nur das 1:1 zu sein. Ich hoffe nur, dass es irgendeinen richtigen Weltenaspekt hat. Dass es nicht einfach, ja, wir sind jetzt hier halt draußen vor Midgar irgendwo in der Wüste, alles klar. Weil wenn es halt nur drei Parts sind und wir haben jetzt eben nur Midgar gemacht, das heißt, wir haben von der Handlung 10%, dann bin ich mal gespannt. Also es werden wahrscheinlich sehr viele Dinge einfach nicht existent sein. Ja, 2019 haben wir haben DMC 5 und Resident Evil Remake 2 rausgehauen. Das war Based Capcom, ja. Ich bin mal gespannt. Kriegen wir nächstes Jahr wirklich schon Dragon's Dogma? Kriegen wir 2023 Remake 4 und Dragon's Dogma? Das wär's. Weil das sind dieselben Teams, ne? So, Remake 2 Team macht jetzt Remake 4 und das DMC 5 Team macht jetzt Dragon's Dogma 2. Aber Remake von 4 nimmt wahrscheinlich weniger Zeit und Ressourcen ein als ein Open-World-RPG. Ich weiß halt nicht, ob es im selben, weil Winter heißt, ne, die haben nicht gesagt 2023, die haben gesagt Next Winter. Das heißt, das kann auch Anfang 2024 bedeuten. So, das ist eher das, womit ich rechne. Weil dann wären es, ne, so quasi 4 Jahre nach dem. Die Frage ist jetzt, ob die halt direkt den ganzen Content auf einmal machen, ne? Weil Rebirth kommt dann 2023, 2024, kommt dann Revengeance 2026 bis 2028 irgendwann raus. Weil ich glaube, 2028, das heißt, die bringen die drei Teile raus. Und dann wird es eine geupdatete Version für PS6 geben. Weil die dann wahrscheinlich raus ist. Glaub nicht, dass Dragon's Dogma so schnell kommt. Also das Team ist auf spätestens seit 2020 dran am Arbeiten. Wahrscheinlich schon früher. Weil ich glaube nicht, dass die All Hands on Deck für die DMC Definitive Edition waren. Oder Complete Edition, wie das hieß. Da glaube ich nicht, dass die von Anfang 2019 bis Ende 2020 anderthalb Jahre dran gearbeitet haben. Da wird wahrscheinlich ein Teil davon das gemacht haben zwischendurch, aber Dragon's Dogma fing schon damit an. So. Ende 2023 halte ich daher für realistisch, aber ich würde auch, wenn ich wetten müsste, dann würde ich auch eher 24 sagen. Aber es würde mich auf jeden Fall jetzt nicht erschrecken oder so, wenn sie sagen Ende 2023. Der ursprüngliche Capcom-Leak hatte 2022 als Release für Dragon's Dogma. Also würde ich jetzt 2023 nicht für unrealistisch halten. Aber es kann natürlich auch sein, dass das Projekt halt einfach wesentlich größer geworden ist, keine Ahnung.
Das kommt auch immer nochmal drauf an. Es kommt immer auch drauf an, was eben, was sie sonst noch machen wollen. Und was sonst in den Plänen drin ist, ne? Das ist auch nochmal. Das hat viel damit zu tun, wie dann eben auch Releases gescheduled sind. Zum Beispiel bei Final Fantasy, finde ich, ergibt es eben auch Sinn, wenn du sagst, nächstes Jahr im Sommer Final Fantasy 16, halbes Jahr später, so im Januar, Februar 2024, Remake Part 2. So, weil, ich meine, du willst ja auch nicht August Final Fantasy 16 haben und dann irgendwie November Final Fantasy Rebirth. Ich meine, es ist Square Enix, man weiß nie, aber so von der normalen Logik wäre es, glaube ich, besser, die auseinanderzuhalten. Aber hätten sie heute nicht schon eine Jahreszahl gedroppt, wenn es ursprünglich für 2020 geplant war? Nö, wieso? Brauchst du ja nicht. Ich meine, du kannst halt theoretisch 2023 sagen, aber was ist, wenn es dann auf 24 geht, wenn du es noch nicht weißt? Oder wenn du noch nicht weißt, ob Anfang oder Ende, und dann droppst du 23 und Leute denken, oh, vielleicht kommt es schon Anfang des Jahres. Ich glaube, es ging halt nur darum, Dragon's Dogma 2 anzukündigen. Das ging, glaube ich, einfach nur erstmal, das anzukündigen. Kann sein, dass du einen Trailer schon Ende des Jahres auf den Game Awards siehst. Kann sein, dass du erst einen Trailer Anfang nächsten Jahres bekommen wirst. Keine Ahnung. Wie ein weiser Mann das schon mal sagte, Square, das wird eh nix, ja. Ich möchte nur in dem Remake, dass man nur die Möglichkeit hat, Final Fantasy 7 Remake Timeline zu kommen, wenn man im finalen Kampf gut performt. Twist für Final Fantasy 7 Rebirth, Spirit of 3 Discs ausgeliefert. Das wäre bei doppelt belegten Blu-Rays, glaube ich, ein bisschen extrem von der Größe. Zum Downloaden. Ja, wir empfehlen, die Retail-Disc zu kaufen, weil das Spiel eine Größe von 500 GB haben wird. Ihre ganze Festplatte ist Final Fantasy 7 und sonst gar nichts mehr. Bin gespannt, ob die RE-Engine mit der RPG-Welt funktioniert. War das nicht vorher auch MT Frameworks? Die haben doch vorher einfach alles in MT Frameworks gemacht, oder? Da mache ich mir gar keine Sachen. Oh, okay. Warte. Oh, ich liebe es, wenn ich was recherchieren will. Und dann, ach nee, das ist ein Link zu Capcom. Warte, was ist das denn? Dragon's Dogma 2 prepares to begin the cycle. Ah, du blöder Bastard. Ich wollte einen alten Capcom-Artikel, wo es irgendwie darum ging, dass das Dragon's Dogma die MT Frameworks Engine beeinflusst hat, stark. Und das ist redirected automatisch auf Dragon's Dogma 2 Ankündigung. Danke, Capcom. Da mache ich mir keine Sorgen. So, das, was Capcom damals aus MT Frameworks für alle ihre Spiele rausgeholt hat und jetzt auch schon, wie versatile sich RE Engine gezeigt hat. So, Das Ghosts and Goblins Resurrection, das läuft auch auf der RE Engine. Ich glaube sogar die Capcom, ich weiß nicht, läuft das Capcom Stadium, Arcade Stadium? Warte mal, wie heißt das? Capcom. Arcade Stadium, RE Engine ist der erste Suchbegriff. Ja, auch das Arcade Stadium ist RE Engine. Die machen wirklich einfach, wenn Capcom eine neue Engine macht, dann machen die dafür, dass die alles damit benutzen können. Und wenn sie was brauchen, dann wird sie dafür irgendwie umfunktioniert. Ich meine, das ist halt absurd, dass du halt so MT Framework hat. Du guckst dir mal, ich sag das ja öfter, aber guck dir mal von anderen Entwicklern die frühen Xbox 360 Titel an. Und dann guck dir von Capcom die frühen 360-Titel an, wie Lost Planet und Dead Rising.
und wie gut die aussehen immer noch und wie gut die laufen immer noch. Also auch wenn du so zurückgehst, ohne jetzt die geupdateten Versionen. Und das ist dieselbe Engine, auf der Monster Hunter World lief. Das ist absurd. Ja, ich meine, das hat aber EA entschieden. So, das ist keine Engine, die EA intern entwickelt hat. Das war einfach so, wir nehmen einfach die Engine, die DICE da hatten, dann bauen wir die darauf um. Die ist zwar nur für First Person gemacht, aber So, bei Capcom hast du halt wirklich mehr das Gefühl, okay, die MT Frameworks damals und eben auch die Engine heute, die sind dafür gemacht. Und dann werden die, und dann können die eben auch umgebaut werden. Und die sind halt intern von der Firma. Und bei EA ist es einfach so, ja, wir haben ein gekauftes Studio, was für sich eine Engine gemacht hat für ihre Art von Spiele. Und die benutzen wir jetzt für alles andere. Ich meine, wenn das Arcade Stadium und das Ghosts and Goblins mit RE Engine läuft, dann sehe ich keinen Grund, warum das nächste Ace Attorney nicht mit der RE Engine laufen sollte. Das ist bei Frostbite, ist es ja wirklich abartig. Da habe ich mir auch mal diese Artikel durchgelesen, wo dann das Wissen für die Engine auch da eben teilweise nur bei DICE lag und dass dann zum Beispiel Entwickler wie von Visceral damals für Battlefield Hardline, wenn die Fragen hatten, dann mussten die nach Schweden schicken. Aber wegen der Zeitverschiebung haben die erst am nächsten Tag eine Antwort dafür gekriegt. Es gab keine allgemeinen, übergreifenden Dokumente oder Hilfestellungen. Und die Entwickler, die am besten mit Frostbite umgehen konnten, die wurden dann abgezogen, um auf die Moneymaker draufgesetzt zu werden. Das heißt, alle Leute, die gut mit Frostbite umgehen konnten, auch als eine Third-Person-Engine oder halt irgendwas, was nicht First-Person ist, die wurden einfach auf FIFA geschmissen. Weil das der große Moneymaker war. Und das heißt, die Projekte, die dann eben keine Programmierer hatten, die irgendwie gut damit umgehen konnten, das in was anderes umzusetzen, als irgendwie Battlefield, die gab es dann einfach nicht mehr in den Studios. Das ist... So, an sich ist es ja vollkommen logisch und sogar eigentlich auch gut und clever zu sagen, alle unsere Spiele werden mit der Engine gemacht, die wir besitzen. So, wir müssen keine Lizenzen dafür zahlen. Wir können das alles irgendwie auf eigen umbauen. Aber nach diesem, wir müssen keine Gebühren bezahlen, hat es aufgehört mit dem Denken und mit der Planung bei denen. Also ich nehme mal an, wir kriegen neues Ace Attorney. Ich meine, keine Ahnung, was Shu Takumi macht, aber außer irgendwie für Monster Hunter Quest zu schreiben, kann ich mir vielleicht nur vorstellen, dass er... Entweder, ich meine, ich würde auch gerne ein neues Projekt nehmen. Weißt du, wenn er einfach nochmal eine Idee für irgendwas hat, wie ein Ghost Trick, dann sehr gerne das, weil ich finde Ghost Trick auch nochmal besser als Ace Attorney. War CryEngine auch so schlecht dokumentiert? Ich weiß auch noch eine Sache, die halt auch öfter genannt wird, ist, dass zum Beispiel damals auch sehr viele japanische Studios Probleme hatten in der HD-Zeitalter, war das dann, die viele eben auch keine eigene Engine dafür hatten, sondern die haben sich dann eben Unreal Engine genommen. Und Unreal Engine hatte am Anfang, also Unreal Engine 3, hatte keine japanische Dokumentierung. Und da ist es eben so in dem Land, dass die meisten Leute kein Englisch können. So auch in Positionen und Jobs, wo du eigentlich, auch in einem Alter, wo du sagst, das sollten die doch eigentlich können, nein, tun sie nicht. So, das heißt, du hattest keine Dokumentation auf Japanisch und musstest dann eben Leute ranschaffen, die es dann irgendwie kriegen, die es dann übersetzen können für den Rest. Das ist eine Katastrophe gewesen. So, es ist halt echt kein, wenn du diese ganzen Umstände liest. Das ist kein Wunder, dass es damals einfach chaotisch zuging. Naja. Okay, gut. So Leute, das soll es gewesen sein. Ich werde jetzt noch einmal kurz ein bisschen die Gedanken sammeln und dann wahrscheinlich ein bisschen was zu dem Final Fantasy Ding irgendwie noch rausplärren für morgen. Ich muss mal gucken. Sonst mache ich es morgen früh auch. Sonst gehe ich jetzt einfach pennen und mache es irgendwie noch morgen früh. Ich überlege mir einfach mal gerade was. Aber ja.
Ja, ja, Source Code in gerade in den 90ern wurde einfach weggeschmissen, weil die haben ja auch gerade in den 90ern oder so, wenn du halt fürs Super Nintendo NES oder so geschrieben hast, dann haben die einfach immer von null angefangen. Da gab es keine, das ist keine Engine oder so. Das ist einfach, du hast dann jedes Mal mit der Codebasis von vorne angefangen. Ja, Takumi Uchikoshi auf jeden Fall. Also gerade auch was so Handlungsstrukturen und den Aufbau von irgendwelchen Twists, Turns und so eingeht. Also Ghost Trick ist auch so absurd gut geschrieben einfach. Vergiss nicht Kodaka. Ja, das letzte hatte mich jetzt nicht so umgehauen auf jeden Fall. Das ist halt so außerhalb von Danganronpa hat mich da irgendwie nichts umgehauen. Ich weiß nicht, ob ich habe garantiert nicht irgendwie alles gespielt, aber also bei Shutakumi muss ich halt sagen, da ist halt der Track Record bisher der beste. So, das alles, was ich von ihm gespielt habe, war halt absolut großartig. Da gibt's nichts Schlechtes. So, die Ace Attorney-Teile von ihm waren alle super, Ghost Trick war mega. Und das, was ich von Great Ace Attorney gespielt habe, war auch mega. Aber ja, scheinbar das andere, was er gemacht hat, war irgendwie noch... Das war Great Ace Attorney war 2017 und dann 2020 Monster Hunter Riders. Quest Writer. I don't know what the man is doing. Ich hoffe irgendwas Interessantes Neues. Ich hoffe, ihm geht's gut und er arbeitet irgendwann an was Coolem Neues. Aber ja, es war ja ein Ace Attorney 7 gelistet, auch in dem Capcom Leak. Das heißt, theoretisch könnte auch Ace Attorney 7 von ihm kommen. Weiß man nicht. Müssen wir sehen. Ja, ich muss halt Great Ace Attorney 2 noch spielen. Ich habe 1 damals die japanische Übersetzung gespielt, aber von 2 war die noch nicht komplett fertig zum damaligen Zeitpunkt. Oh, Jesus Christ. Ja, ich war grad, das ist halt so die eine Sache, die mich halt irgendwie stört. Das ist so, Takumi geht weg und dann... Ich meine, er war halt nicht der Autor von Apollo Justice, aber er war Szenario-Writer. Ne, und hat da eben schon drüber gesehen. Und ich glaube, bei Ace Attorney 5 und 6 hat er nichts gemacht. Ich glaube, 5 und 6 hat er nicht mal irgendwie drüber geguckt oder so. Aber er hat halt Professor Layton versus Phoenix Wright, war ja Co-Director. Da ist halt die Frage. So. Das habe ich jetzt nie durchgespielt, aber ich fand's halt nie so von dem, was ich gespielt hatte. War es eher so, okay. Ich würde es ja gerne nochmal spielen, aber. Warte mal, bei wie viel sind wir mittlerweile? Bei wie viel sind wir mittlerweile? Komm, lass mal kurz gucken. Professor Layton versus. Deine Mutter. Niedrigster Preis. Bam, bam, bam. Okay, das sind Gebote, aber 61 Euro. 20 Euro über dem damaligen Vollpreis. Was haben Leute in letzter Zeit Alter, fürs Modul 45 Euro. Wer hat denn das gekauft? Neu. Nur Modul, neu. Ich habe einfach die Verpackung aufgerissen, das Modul ist neu. Die Verpackung fehlt, aber das Modul ist neu. Ich weiß halt nicht, ob die, ist die, weiß jemand, ob die Sprache auf dem deutschen Modul auch Englisch ist? Weil das ist teilweise random. Weil zum Beispiel Layton 4 und 5... ich meine, 5 und 6 haben keine englische Sprache auf dem Modul, selbst wenn du die Konsole umgestellt hast. Aber ich habe gehört, dass dieses Lady Layton hat das.
da sind englische Texte drauf. Ich weiß ja nicht, ob es hier der Fall ist. Ich hasse das Ende von Layton vs. Ace Attorney so sehr. Ich hab's nicht durchgespielt. Ich hab's nicht durchgespielt. Warte, kann ich das irgendwie... Englische Texte. Irgendwie gucken. Bla 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 bla. Viel Text. Ich weiß nicht, weiß das jemand? Hat jemand die deutsche Version des Spiels und hat sein 3DS auf Englisch gestellt und geguckt, in welcher Sprache es irgendwie läuft? Weil wenn ich jetzt noch irgendwie sicherstellen muss, dass ich auch noch die fucking UK-Fassung irgendwie hole. Die Brexit-Fassung. Weil... Oh Gott, ich weiß nicht. Da müsste ich halt mal gucken. Och, Alter. Och. Oh, 86 Euro. Oh, fuck. Okay, die sind neu eingeschweißt. Die sind neu eingeschweißt, but still. Oh, das tut ja weh. Ich muss auch sagen, das westliche Cover ist einfach so lame gegenüber dem japanischen Cover. Was halt wirklich aussieht, als könnte, dass das passt so in die Reihe mit den Great Ace Attorney. Dingern. Ich meine, was kostet das? Was ist das, wenn ich das direkt von Brexit Station hole? Warte mal. Professor Layton versus Phoenix Wright. Was kostet das denn hier in Brexit Station? Ja, das ist schon mal nicht gut, wenn keiner angezeigt wird. Currently unavailable. The all biling options. Oh, fuck off. Oh, ich meine, es ist günstiger als die eBay-Sachen, die ich finde. Weil das weiß ich. Da hat auch die deutsche Version englische Texte. Bei den restlichen Layton-Dingern, ich habe meine deutsche Verpackung gerade zu Rate gezogen und da steht Software ND. Okay, dann kann ich mir zumindest die deutsche Fassung davon holen. Weil da, ich muss da irgendwann demnächst mal den Trigger ziehen. Weil ich weiß ganz genau, dass ich das bereuen werde. Ich weiß ganz genau, dass ich das bereuen werde, wenn ich das nicht dieses Jahr noch irgendwie hole. Und es dann nachher auch die europäische Fassung 100 Euro kostet. Ich weiß das ganz genau. Und dann werde ich mich richtig in den Arsch beißen. Das ist ganz schlimm. Für Zeit noch rumzuholen. Ja, ich will's. Ich will, weil mir fehlen nicht mehr viele Sachen beim 3DS. Also das 3DS ist eben wirklich realistisch, alles physisch zu kaufen, was ich haben, oder physisch zu bekommen, was ich haben möchte. Weil da fehlt wirklich nicht mehr viel. Und eigentlich, ich glaube, bis auf Professor Layton ist es auch nicht mehr sowas Schlimmes, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Was habe ich noch auf meiner Wunschliste? Was haben wir noch auf der Wunschliste? Ich habe sehr viele Wunschlisten. Um das alles zu kategorisieren. Ich glaube, Rhythm Thief. Aber da ist die EU-Version... Ich kann ohne Project X Zone leben. Sagen wir mal so. Ich kann ohne Project X Zone leben. Das ist genauso wie ohne die SMT-Videos. Ich weiß nicht mehr. Ich habe ein Modul von Luigi's Mansion 2. Ich habe keine Ahnung, wo die Verpackung ist. Nur selbst Fire Emblem geht noch. Ich glaube, das ist einfach nur Amazon-Preise. Ich habe einfach mal alles draufgepackt, was man noch irgendwie geht. Aber ich glaube, das Schlimmste ist tatsächlich das noch. Weil damit, da, ohne die kann ich leben. Das ist noch okay. Project X-Zone wäre halt nice to have, aber das ist jetzt kein Spiel, dem ich hinterher weine. Also die sind halt mit. Also ich werde nicht so viel Geld ausgeben für ein Spiel, was nicht gut, das ich schon gespielt habe. So, ich habe
Project X Zone gespielt, als es rauskam. Da werde ich garantiert nicht so viel Geld für ausgeben. Aber ja. Jo, danke. Danke, Salvi. Auch mal, auch nochmal für die 100%ige dann jetzt. Alles klar. Gut, Leute, das soll's gewesen sein. Euch noch natürlich natürlich verschlucke ich mich am Ende vom Stream nochmal. Das kann doch nicht sein. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Denkt dran, es ist gerade auf dem Patreon eine Lost in Translation Folge rausgekommen. Es kommt nächste Woche noch eine. Die habe ich auch schon komplett eingestellt. Oder nächste Woche? Nee, ich glaube, ich habe die für den Montag in der Woche. Ich glaube, für den 27. habe ich die eingestellt. Oder? Warte, ich kann mal kurz gucken. Ja, wir gucken einfach mal gerade. Wir gucken einfach mal gerade. Oh, jetzt gibt's richtig Backend hier. Jetzt gibt's richtig hartes Backend. Warte mal. Post scheduled. 27. genau. Oh, was könnte das sein? Genau. Aber falls ihr das sehen wollt, wir haben hier 70. Ich glaube, es ist eigentlich 70s Robot Anime. So, die Verpackung sagt Robot Anime. Als ich online gegoogelt habe, war Anime Robot. I don't give a shit. Das ist generell ein ziemlich dummer Name. Das ist einfach Gappy X oder Jappy X, whatever. Das ist gerade rausgekommen. Falls ihr die neue Folge Ingrim Radio noch nicht gehört haben solltet, machen wir das auch nochmal kurz, dass man es auch sieht. Die neue Folge Ingrim Radio zu Evil Dead ist rausgekommen. Generell empfehlenswert. Hier, wir haben Dino Crisis, wir haben Condemned 4, Deadly Premonition, Clock Tower, also wir haben... Sollte man sich, falls ihr irgendein Faible für Horrorspiele habt, dann ist es definitiv ein Podcast, den man hören sollte. Da ist am Montag die neue Folge rausgekommen zu Evil Dead, dem Multiplayer-Spiel, was ich ziemlich cool fand, ehrlich. Und ich glaube, das sollte es gewesen sein, ja. Ne? Ansonsten, ihr wisst Bescheid, bla bla bla, was auch immer. Samstag, ich werde noch eine genaue Uhrzeit bekannt geben. Wir machen es dieses Mal ein bisschen anders, weil... Ich gehe abends mit meinen Eltern essen. Die kommen vorbei, holen uns ab und wir gehen in so einem Steakhouse in der Nähe essen. Die kommen so gegen 7, glaube ich, vorbei. Wir haben für 7:30 den Tisch reserviert. Das heißt, ich werde vorher streamen. Während es 34 Grad draußen sind. Fun. Wahrscheinlich so gegen 13, 14 Uhr. Und dann streame ich Xenoblade. Oder vielleicht einfach machen wir so 3 Uhr. Und dann... Machen wir 4 Stunden wieder. Dann mache ich bis 19 Uhr. Und wenn ich vom Essen wiederkomme, dann machen wir die PlayStation 1 Spiele. Das wird dann wahrscheinlich auch gegen 10 Uhr wieder sein. Dass das eine ähnliche Zeit haben wird. Aber ja. Stream doch währenddessen. Wenn das Internet in Deutschland besser wäre, dann gerne. ja, husten, wenn man Maria aus Silent Hill 2 sieht. You should do something about that cough. Okay, alles klar. Gut, Leute, das soll es aber wirklich jetzt gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Hoffentlich sehen wir uns Samstag wieder. Ansonsten guckt euch die Sachen an, kommt in den Discord. Ruft eure Leute an, Twitch Prime Abo, abonnieren. Hier auf Twitch, auf Patreon, auf Tinder, auf Grindr, auf Chimney. Macht's einfach. Bis dann, bye bye.